ja, liebe Geschwister, Gott liebt es. Warte da noch einen Augenblick. Ja, liebe Geschwister, Gott liebt es, sich durch schwache Gefäße zu verherrlichen. Nicht in der Perfektion, nicht in der äußerlichen Brillanz, in der Befähigung, sondern in der Schwachheit, Unvollkommenheit. Er liebt es deswegen, weil wir in unserer Sündhaftigkeit Perfektion, Brillanz, Befähigung am Ende immer uns selbst zurechnen. Aber Paulus hat erkannt, in der tiefsten Weise hat er erkannt, in seinem eigenen Leiden, in seinen eigenen Schwächen, in seinen eigenen Unvollkommenheiten und darin, dass Gott ihm deutlich gemacht hat, ich werde dir das nicht wegnehmen. Es wird bleiben. Hat er erkannt, dass das der größte Segen ist. Weil dadurch Gott verherrlicht wird in seinem Leben. Weil das die Möglichkeit ist, wie Gott sich verherrlichen kann. Und das bedeutet gleichzeitig auch für ihn, oder er war auch dankbar dafür, dass er sich dadurch nicht selbst überhebt. Ich bin dankbar für diesen Stachel im Fleisch, weil ich, ja, ich brauche das. Ich brauche diesen Engel Satans, der mich schlägt, damit ich mich nicht überhebe. So schnell sind wir dabei, dass wir uns überheben. Jesus zu erkennen, Jesus zu verstehen, Jesus zu begreifen, Jesus nicht nur vom Verstand zu verstehen, sondern im Herzen, Herr, wirklich aufzunehmen, zu erkennen. Und dann sich auch führen lassen auf seinem Weg, bedeutet genau das, den Weg des Kreuzes. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Er, der den Himmel verlassen hat, der alle Befähigung, alle Herrlichkeit aufgegeben hat und uns gleich geworden ist und am Kreuz ganz schwach geworden ist. So schwach, dass am Ende die Kraft nicht mehr reichte für einen Atemzug. Das ist unser Herr. Und das ist die Wahrheit. Und heute geht es um die Wahrheit. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So kennen wir das vor Gericht. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit. So wahr mir Gott helfe. In den amerikanischen Gerichtsfilmen wird dann aber die Hand auf die Bibel gelegt. Das Wort Gottes. Wir gehen zurück zu 2. Mose 20. Nochmal in Erinnerung gerufen. Die 10 Worte. Die grundlegenden Gebote Gottes, aber noch mehr, noch viel mehr, wie ich empfinde. Und das zeigt sich auch darin, wie diese 10 Worte schon in den Büchern Mose haben, dann aber auch bei den Propheten und dann aber auch im Neuen Testament, bei Jesus, bei den Aposteln. Das zieht sich durch die ganze Schrift hindurch. Diese Worte sind bedeutsam, weil sie uns in das richtige Verhältnis setzen, das richtige Verhältnis zu Gott und das richtige Verhältnis zu
zueinander als Mitmenschen. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist das, worum es in diesen Geboten geht. Und Liebe besteht darin, dass du deinen Gott wirklich als deinen Herrn und Gott annimmst, ihm glaubst, ihm vertraust, ihm folgst, ihm allein anbetest und dienst. Und ja, dass du ihm Ehre erweist in allen Dingen. Dass du auch deine Ruhe in ihm findest, in der Gemeinschaft mit ihm. Und dass diese Ruhe, die du in der Gemeinschaft mit ihm findest, sich ausbreitet in deine menschliche Gemeinschaft, in dein mitmenschliches Leben hinein. Dann die Familie. Das, was Gott geschenkt hat. Die Liebe innerhalb der Familie. Dann der Schutz des Lebens in jeglicher Hinsicht, weil Gott ein Gott des Lebens ist. Der Schutz der Ehe, dass dieses Bild für Gottes Liebesbeziehung zu seinem Volk, seine Liebesbeziehung zu seiner Gemeinde, zu seiner Braut, die treu ist. Das Eigentum, der Schutz des Eigentums. Zuallererst gehört nämlich alles Gott, denn er hat alles geschaffen, von ihm kommt alles, zu ihm hin ist alles geschaffen, durch ihn besteht alles. Deswegen, wir gehören ihm, sogar zweimal. Geschaffen von ihm, erlöst durch sein Blut. Und dann sollen wir das Eigentum achten, auch untereinander. Du sollst nicht gegen deinen Nächsten als falscher Zeuge aussagen. Das ist das Wort für heute. Der Schutz der Wahrheit. Und der ursprüngliche Zusammenhang ist hier natürlich erst einmal das Gericht, wo über Recht und Unrecht entschieden wird, wo Gerechtigkeit hergestellt werden soll im Volk Israel, wo Gott ja das Recht gegeben hat und das Recht der Gerechtigkeit entspricht. Da ist es ungemein wichtig, dass, wenn ein Richter das Recht untersucht, die Wahrheit gesprochen wird und nicht Lüge. Und das steht hier eigentlich. Du sollst nicht gegen deinen Nächsten als Zeuge der Lüge aussagen. Nein, wir sollen Zeugen der Wahrheit sein. Das heißt, wir bezeugen das, was wahr ist, nicht das, was Lüge ist. Am Ende geht es in diesem Gebot aber tatsächlich um mehr als nur um die Zeugenschaft im Gericht. Es geht hier nicht darum, dass Gott mit dieser Aussage sagt, okay, vor Gericht sollst du die Wahrheit sagen, aber sonst brauchst du es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Genau das greift Jesus auch in der Bergpredigt auf, wo er ja schon das Gebot vom Töten aufgegriffen hat, vom Ehebrechen. Und er greift auch das Gebot auf, wo es um das Schwören geht und das richtige oder das falsche Schwören. Und das war natürlich auch vor Gericht ein wichtiger Aspekt, ist es bis heute hin, die Wahrheit zu beschwören, einen Eid abzulegen. Und was sagt Jesus dazu? Er sagt, das ist eigentlich total daneben, dass ihr Unterschiede macht in eurem Reden zwischen Situationen, wo ihr es ganz genau nehmt mit der Wahrheit und Situationen, wo man das auch nicht so genau nehmen muss. Nein, euer Ja sei ein Ja. Euer Nein sei ein Nein. In allem soll eure Rede der Wahrheit verpflichtet sein. Redet die Wahrheit. So sagt es auch Paulus in Epheser 4, Vers 25.
schreibt Paulus, der Apostel Paulus, durch den Heiligen Geist an die Gemeinde Gottes, an seine Kinder, an die Kinder Gottes. Deshalb legt die Lüge ab. Und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Eindeutig. Legt die Lüge ab. Es ist dasselbe wie beim Stehlen. In Epheser 4, Vers 28 sagt, wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr. Ja, das hatten wir letztes Mal gesehen. Und was sagt er in Bezug auf die Lüge? Legt die Lüge ab. Das beinhaltet natürlich eine Aussage, dass wir anscheinend ein Problem mit der Lüge haben. Dass wir tatsächlich, dass die Lüge tatsächlich an uns haftet, an uns klebt. Und wir müssen die Lüge erst einmal ablegen. Und dann die Wahrheit reden. Dass Gott möchte, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln und dass sie die Wahrheit reden und nicht lügen, hat damit zu tun, dass Gott nicht lügt. 4. Mose 23, Vers 19. Aus dem Munde eines widerstrebenden Propheten, den Gott mehr oder weniger zwingt, seinen Willen zu tun, nämlich Israel zu segnen. Die Feinde Israels wollten Israel verfluchen, so wie es heute ist. Aber Gott wollte Israel segnen. Und Bileam ist Zeuge dafür, dass der Mensch dem Willen Gottes am Ende nicht widerstehen kann. So wie er zu Abraham gesagt hat, ich will dich segnen. Und davon kann Gott niemand abbringen. Und hier in dieser Situation sagt Bileam in Kapitel 23, Vers 19, und zwar sagt er das auf ein Wort Jahwes hin. Balak fragte ihn nämlich, was hat Jahwe geredet? Da begann er seinen Spruch und sprach, stehe auf, Balak, und höre, horche auf mich, Sohn des Zippor. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereut. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun, und geredet haben und es nicht halten, das zeichnet Gott aus. Er spricht und es geschieht. Das, was Gott sagt, das nimmt er nicht zurück. Er lügt nicht, so wie die Menschen, sagt Bileam. Er ist kein Mensch, sondern er ist Gott. Das unterscheidet ihn von uns Menschen. Beziehungsweise wir Menschen, wir Sünder unterscheiden uns da von Gott. Dass wir nämlich das mit der Wahrheit nicht so hinkriegen. Dass wir immer wieder in der Lüge leben. Ja, dass unsere Existenz am Ende als Sünder eng mit der Lüge verflochten ist. Sie klebt an uns, sie haftet an uns. Aber Gott ist nicht so. Er lügt nicht. Hebräer 6, Vers 18. Und das ist hier so ein Gedankengang, den der Schreiber hier entwickelt, um deutlich zu machen, was für eine feste Zuversicht und Gewissheit wir haben können in und durch die Zusagen Gottes.
Weil er sagt, Gott hat Abraham sogar einen Eid geschworen. Obwohl er das nicht machen brauchte, steht hier in Vers 18. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Also Gott hat es zugesagt, hat uns zugesagt, dass er uns liebt und dass er uns segnen will. So wie er es Abraham am Anfang zugesagt hat, so gilt diese Verheißung auch für uns. Er hat es zugesagt, aber er hat es sogar noch einmal mit einem Eid geschworen. Er kann schon sein Wort nicht brechen, den Eid sowieso auch nicht, weil hier steht, es Gott unmöglich ist, zu lügen. Er kann es nicht. Erste Johannes 2, Vers 21. Beziehungsweise Vers 20, ihr, sagt Johannes zu der Gemeinde der Gläubigen, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Die Salbung des Heiligen, was ist das? Das ist der Heilige Geist. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Gott selbst ist es, der in euch lebt. Der Geist seines Sohnes. Der Heilige Geist, ihr seid Gesalbte, so wie er, der Gesalbte des Herrn ist, so seid ihr Gesalbte. Die Priester wurden gesalbt. Ihr seid Priester durch Jesus, seid ihr auch Gesalbte. Und die Salbung ist eben nicht etwas Äußerliches, es ist nicht einfach nur Öl, sondern es ist etwas Geistliches. Eine geistliche Realität, der Heilige Geist, mit dem ihr gesalbt worden seid. Ihr habt den Heiligen Geist. Und damit wisst ihr Bescheid. Ihr kennt Gott. Gott ist nicht mehr unbekannt für euch, sondern ihr kennt Gott. Ihr wisst, wie Gott ist. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Also, die Wahrheit, die uns der Heilige Geist vermittelt, ist eine Wahrheit, in der keine Lüge ist. Weil Gott nicht lügt. Und Vers 27, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Der Heilige Geist in uns lehrt uns. Und es ist derselbe Geist, der die Schrift eingegeben hat. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, zur Überführung, dass der Mensch Gottes richtig sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Warum? Weil es ein Gleichklang ist. Die Lehre, die uns durch das Wort Gottes gebracht wird, ist die Lehre des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Es ist eine wunderbare Übereinstimmung zwischen dem Heiligen Geist in mir und dem Wort Gottes. Und da, wo ich in mir ein Problem mit dem Wort Gottes habe, ich sage euch, Geschwister, das ist unser Fleisch. Der Heilige Geist in mir steht in vollem Einklang mit dem Wort Gottes. Und eigentlich brauche ich keinen Lehrer, weil ich habe ihn in mir. Und doch schenkt Gott auch Lehrer in die Gemeinde hinein,
Aber ich, der ich hier jetzt das Wort Gottes verkündige, ich verkündige euch nichts, was der Heilige Geist euch nicht innerlich auch schon längst bezeugt hat. Und eigentlich ist das meiste, was ich hier ja präsentiere, sowieso nur Wiederholung. Das wisst ihr sowieso schon alles. Es ist nur Erinnerung. Römer 3, Vers 4. Vielmehr soll es so sein, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du, Gott, gerechtfertigt wirst in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Paulus sagt hier und greift einen Vers aus dem Alten Testament auf, Gott ist der Treue, er steht zu seinem Wort, er spricht die Wahrheit. Er ist wahrhaftig. Jeder Mensch aber ein Lügner. Wie kommt das? Wir kommen gleich zu der entscheidenden Stelle. Vorher springen wir aber in Johannes 8. Wir werden heute hier so ein bisschen rumspringen. Johannes 8. Vers 44. Und Jesus spricht krasse, harte Worte hier. Kurz vorher hat er eigentlich zu Juden gesprochen, die ihm geglaubt hatten. Und was sagt er zu diesen Juden? Er sagt, ihr werdet frei werden, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und daran haben sie Anstoß genommen. Warum? Weil sie es nicht annehmen konnten, die Aussage, die darin verborgen ist. Es ist eigentlich eine wunderbare, gute Nachricht. Du kannst frei werden. Was für eine gute Botschaft. Aber wisst ihr, was für eine schlechte Botschaft da drin steckt? Die schlechte Botschaft heißt, du bist nicht frei. Und wenn man selber nicht weiß, dass man nicht frei ist, dann fühlt man sich von dieser Aussage verletzt. Wieso? Ich bin doch frei. Was willst denn Jesus? Deswegen sind so viele Menschen dem Evangelium nicht offen gegenüber, weil im Evangelium, in der frohen Botschaft, gleichzeitig eine Todesbotschaft drinsteckt. Es ist die Todesbotschaft für unser Fleisch, für unseren Stolz, für unser Ego. Unser Fleisch sagt, ich bin etwas. Und egal, woran du deine Identität festmachst, woran du deinen Wert festmachst, wenn du es nicht in Jesus Christus tust, dann ist das der falsche Gott. Und dann ist das Lug und Trug. Dann ist das eben nicht die Wahrheit, sondern du bist unfrei, obwohl du denkst, dass du frei bist. Das Evangelium sagt dir aber, du kannst frei werden. Jesus macht dich frei. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du kommst zum Vater durch ihn, aber nur alleine durch ihn, durch nichts anderes. Und so argumentieren sie, so widerstehen sie. Und Jesus sieht in ihr Herz und er spricht sie an. Kurze, paar Verse weiter sagt er ihnen die Wahrheit noch viel heftiger ins Gesicht. In Vers 44. Und es ist nicht nur ihnen, sondern er sagt es
am Ende zu uns allen, zu allen Menschen, wie wir in Römer 3 gesehen haben. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Höchste Konfrontation, die Jesus hier eingeht. Er deckt die geistlichen Zusammenhänge auf und macht deutlich, derjenige, der von Anfang an ein Lügner ist, der Vater der Lüge ist, das ist der Widersacher Gottes. Das ist der Teufel. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Wenn er lügt, dann schöpft er aus dem eigenen. Denn die Lüge ist die Negation der Wahrheit, ist die Verdrehung der Wahrheit. Der Diabolos, der alles durcheinander bringt, der die Wahrheit durcheinander bringt, der die Wahrheit verdreht. Gehen wir an diese Stelle, 1. Mose 3, wo das offenbar wird. Die Ursprungsgeschichte der Sünde, die Ursprungsgeschichte dessen, worin wir alle leben, der Ursprung unserer Trennung von Gott. In Kapitel 3 vom ersten Buch Mose steht, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Es ist so perfide, diese Lüge. Es ist so perfide eingepackt. Es erscheint fast als Wahrheit. Es ist ja nur ein Zweifel. Letztendlich zitiert er Gott ja falsch. Und er sagt aber wirklich, hat Gott wirklich gesagt das und das? Was hier drin steckt, ist dieser Unterton der Anklage. Wie konnte Gott sowas sagen? Wie konnte er einen herrlichen Garten schaffen mit so vielen Fruchtbäumen, mit so vielen leckeren Obst und dann sagen, ihr dürft davon nicht essen? Was ist das denn für ein Gott? Der versauert euch das ganze Leben. Er gönnt euch überhaupt nichts. Das ist ja ein richtig fieses, ich sag's nicht weiter. Und all das versteckt in dieser ganz listigen Aussage, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Wisst ihr, das ist die erste Lüge Satans. Es ist die Lüge, nämlich, dass Gott nicht der Gott ist, der er ist. Der liebende Vater, der für seine Kinder einen wunderbaren, herrlichen Fruchtgarten angelegt hat, damit sie ihn genießen. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Sie erwehrt sich ihrer Haut, sie ist doch ein Kind Gottes, der Wahrheit verpflichtet. Sie kann das so nicht stehen lassen. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit. So kommt Eva in den Kampf hinein zwischen Wahrheit und Lüge. Sie versucht, der Lüge die Wahrheit entgegenzustellen.
Aber dieser Durcheinanderbringer, der hat sich schon angefangen, durcheinander zu bringen. Erstens, anstatt Gott die Ehre zu geben und zu sagen, nein, sie durchschaut es einfach nicht, ne? Nein, Gott ist nicht so böse. Er ist gut, er hat uns reichlich beschenkt. Er hat uns erlaubt, von allen Früchten zu essen, denn das ist das, was Gott gesagt hat in Vers 17 von Kapitel 2. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Damit fängt das Wort Gottes an Adam an. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Wisst ihr, wir sind immer so ganz schnell bei deinem zweiten Teil. Von dem Baum, da darfst du die Frucht nicht essen. Aber dieser erste Teil ist so wichtig, so zentral. Es ist genau dasselbe wie bei der Aussage von Jesus. Alle Sünden der Menschen können vergeben werden. Sünde gegen den Heiligen Geist nicht. Wir sind so schnell bei der Sünde gegen den Heiligen Geist und diskutieren darüber, ja, was ist das für eine Sünde und was muss man da gemacht haben, damit man keine Vergebung bekommt. Hören wir das, was Gott am Anfang sagt, was Jesus am Anfang sagt? Er sagt, alle von allen Bäumen darfst du essen. Alle Sünden der Menschen können vergeben werden. Hören wir das? Glauben wir das? Das ist nämlich die Wahrheit. Und Jesus sagt, warum glaubst du mir denn nicht? Und da fängt es hier an bei Eva. Sie ist schon einen Schritt in die Falle reingetappt, die der Teufel ihr gestellt hat, um mit seinen Listen und seinen Lügen sie einzulullen und dahin zu bringen, dieses Urvertrauen, dieses tiefe Vertrauen in ihren Vater aufzugeben. Und das drückt sich schon in ihrer ersten Antwort aus. Sie zitiert Gott eben nicht mit den Worten, nein, Gott hat gesagt, wir dürfen von allen Bäumen des Gartens essen, sondern sie sagt schlicht und einfach nur, wir essen von allen Bäumen des Gartens. Gott kommt hier nicht vor. Das ist schon der erste Schritt, das erste Zeichen des Untergangs für Eva. Sie gibt Gott nicht mehr die Ehre. Geschwister, wenn wir Gott nicht mehr anbeten, wenn wir ihm nicht mehr die Ehre geben, wenn wir ihm nicht mehr Dank bringen, dann verraten wir die Wahrheit. Weil alles kommt von ihm. Mein ganzes Leben kommt von ihm. Durch ihn bin ich. Er hat mich geschaffen. Durch ihn besteht mein Leben. Und auf ihn hin ist mein Leben geschaffen. Alles andere ist Lüge. Römer 1. Vers 25, wir gehen gleich nochmal zurück in 1. Mose 3, Römer 1, Vers 25. Die Menschen, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt haben. Eva verlässt den Weg der Wahrheit, indem sie Gott nicht mehr die Ehre gibt. Sie greift das auf. Der Teufel stellt Gott nur noch als bösen Miesmacher und Verbieter dar. Und sie greift es auf. Sie gibt ihm nicht die Ehre über alle seine guten Schöpfungsgaben, sondern sie sagt, ja, wir essen von den Bäumen des Gartens. Vers 3 von Kapitel 3 in 1. Mose, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Das Gebot hat sie ziemlich gut drauf. Allerdings fügt sie noch was dazu. Auch unheilvoll.
Gott sagt, füge nichts hinzu. Füge nichts hinzu. Fang nicht an, Menschengebot als Gottesgebot zu verkünden. Das ist nicht gut. Das ist zerstörerisch. Ja, dieses Menschengebot, berühre es nicht. Es scheint dem Gebot, es nicht zu essen, zu dienen. Na? Aber es ist nicht das, was Gott will. Wir verändern das Wort Gottes, anstatt bei dem zu bleiben, was er gesagt hat. Ja, für den einen ist es vielleicht gut, sich selbst diese Grenze zu setzen. Ich fasse es am besten gar nicht erst an. Aber mach daraus nicht ein Wort Gottes, das für alle gilt. Für einen anderen mag es überhaupt kein Problem sein, diese Frucht zu berühren. Und es ist für Gott keine Sünde. Die Sünde besteht darin, das zu tun, was er verboten hat, nämlich die Frucht zu essen. Es geht weiter mit der Lüge. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Das ist jetzt ein glatter Affront. Gott hat nicht die Wahrheit gesagt, er hat gelogen. Gott, der nicht lügen kann, dessen Wort Ja und Amen ist, der durch sein Wort alles geschaffen hat, er hat gesprochen und es wurde. Die Schlange sagt, das wird nicht so. Gott, ihr werdet nicht sterben. Und jetzt wird es interessant, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann scheint die Geschichte ja der Schlange recht zu geben. Denn sie sind ja gar nicht gleich tot umgefallen, als sie die Frucht gegessen haben. Wisst ihr, und nur weil Gott bestimmte Dinge, die er angedroht hat, nicht sofort ausführt, weil er langmütig und barmherzig ist, groß an Gnade, weil er nicht sofort auf den Kopf hin die Strafe auf den Missetäter fallen lässt, heißt das nicht, dass Gott nicht Wort hält, dass sein Wort nicht die Wahrheit ist. Und deswegen, wir dürfen das nicht verdrehen. Nur weil Gott gnädig ist in einer bestimmten Situation mit uns, können wir daraus nicht ableiten, dass das, was wir tun, keine Sünde ist. Ja, dann war es ja doch keine Sünde, die Frucht zu essen. Denn das, was Gott angekündigt hat, ist ja gar nicht eingetreten. Also ist es ja auch nicht so schlimm. Nein, wir bleiben bei der Wahrheit, beim Wort Gottes. Wir bleiben bei dem. Und wir sehen natürlich in der Geschichte, dass der Tod hineingekommen ist durch die Sünde. Und dass Adam tatsächlich gestorben ist. In Kapitel 5 sehen wir das. Viel, viel später. Und Eva auch. Wir sehen auch geistlich, dass sie in diesem Moment den Tod gestorben sind. Dass eine Trennung zwischen sie und Gott hineingekommen ist, die tödlich war. Geistlich tödlich. Also es ist eine glatte Lüge. Keineswegs werdet ihr sterben. Um die Menschen in die Sünde hineinzuführen, in die Rebellion gegen Gott, in all das hineinzugehen, wo Gott sagt, tu es nicht, das ist dein Untergang, das ist dein Verderben. Lügt der Teufel wie gedruckt. Er betrügt uns. Er führt uns vor Augen. Die Sünde ist gar nicht so schlimm. Das ist sein großer Kniff und sein großer Trick, womit er so viele Menschen an der Nase rumführt. Die Sünde ist gar nicht so schlimm. Gott und vor allen Dingen Gott ist ein Lügner. Du kannst ihm gar nicht vertrauen. Denn jetzt kommt's. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Was bedeutet dieses Sondern? Das bedeutet, Gott hat
das zwar gesagt, dass ihr sterben werdet, aber ihr werdet es gar nicht. Er hat es aus einem ganz anderen Grund gesagt. Er hat nicht gesagt, sündige doch bitte nicht, das ist dein Untergang, das ist dein Verderben, du zerstörst dich selber. Das ist eine glatte Lüge. Gott sagt das nur als Vorwand. Er erscheint als der liebende Vater, der dich schützen will vor irgendwas Bösem, aber in Wirklichkeit will er dir was vorenthalten, was wunderbar ist, was herrlich ist, was gut ist. Er ist ein Miesepeter, er gönnt dir nichts. Er will dich klein halten. Das ist in Wirklichkeit Gottes Charakter. Und auch da scheint die Schlange ja recht zu haben. Am Ende heißt es, ihre Augen gingen auf und sie erkannten. Aber das, was er hier so schön deutlich macht, erkennen, Böses und Gutes, alles, du wirst alles erkennen, du wirst alles wissen. Ja, du wirst das Böse wissen, du wirst die Sünde kennen, du wirst die Trennung von Gott kennen, persönlich. Das ist das, was ihnen noch verborgen geblieben war. Wovor Gott sie bewahren wollte, weil es ihr Untergang ist. Und die Frau lässt sich betrügen von der Lüge. Sie lässt sich einlullen. Eva lässt sich betrügen und geht auf die Lügen Satans ein. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann. Die Frau ließ sich einlullen, betrügen. Das ist der eine Weg, wie der Satan Menschen in seine Falle lockt. Durch seine Lügen überzeugt er Menschen, sodass sie der Lüge glauben und der Wahrheit, sich von der Wahrheit abwenden. Der Mann, er wurde nicht betrogen, sagt Paulus. Er wusste, dass das eine Lüge ist. Er hat diese Lüge durchschaut. Warum hat er denn trotzdem gesündigt? Weil er auf seine Frau gehört hat, sagt Gott. Weil du auf deine Frau gehört hast. Weil du dich an deine Frau gehängt hast. Mehr als an mich. Weil du Menschen gefürchtet hast. Gefürchtet hast, einen lieben Menschen zu verlieren und dann seinen Weg gegangen bist, anstatt mir treu zu bleiben. Deswegen bist du in die Sünde gegangen und deswegen wirst du sterben. Bei Adam war das Problem nicht, dass er von der Lüge gefangen genommen wurde, aber die Lüge, die seine Frau erfasst hat, an die hat er sich angeschlossen und hat damit aber genau dasselbe gemacht. Er hat der Wahrheit nicht Zeugnis gegeben, sondern er hat der Lüge Zeugnis gegeben. Er ist nicht ein Zeuge der Wahrheit, sondern der Lüge. Was wäre er gewesen, wenn er ein Zeuge der Wahrheit gewesen wäre? Er wäre aufgestanden und hätte gesagt, Eva, nein, mach das nicht. Unser Gott ist gut. Aber er hat es nicht getan. Und so ist er Zeuge, auch er, ein Zeuge der Lüge. Und wir sind alle Kinder Satans in diesem Sinne, dass wir Kinder dieser Lüge sind als Sünder. Denn durch diese Lüge ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch diese Lüge sind wir alle, haben wir alle gesündigt. Und alle Sünden haben was mit Lüge zu tun. Dass wir anderen Göttern nachhängen, ist, weil wir auf die Lügen Satans reinfallen, dass diese Götter uns Heil bringen, dass diese Götter anbetungswürdig sind. Das ist alles Lüge. Es ist Lüge, dass man Gott irgendwie in einem Gegenstand fassen könnte. Es ist eine Lüge Gottes, wenn wir den Namen Gottes missbrauchen, so gebrauchen, wie wir ihn nicht zur Verfügung haben. Es ist eine Lüge, wenn wir dem nicht folgen, was Gott für uns vorgesehen hat, nämlich die Ruhe. Wenn wir uns darüber erheben und meinen, wir brauchen keine Ruhe. Oder wir brauchen nur Ruhe, so wie wir sie verstehen.
Es ist eine Lüge, wenn wir das Leben auslöschen, wenn wir uns anmaßen, das Leben auslöschen zu können, anderer Menschen. Es ist eine Lüge, wenn wir glauben, dass ein anderer Partner uns jetzt glücklicher machen kann als unser Ehepartner. Es ist eine Lüge, dass ich mir einfach nehmen kann, was mir nicht gehört. Die Lüge ist der Ursprung der Sünde, weil der Satan der Vater der Lüge ist und durch die Lüge uns in die Sünde hineingeführt hat. Und wisst ihr, deswegen sollen wir die Lüge ablegen, weil die Lüge nicht dem Wesen Gottes entspricht. Gott ist die Wahrheit. Und in 1. Johannes 5, Vers 10 steht, dass wir diesem Zeugnis Gottes glauben sollen. Das ist die richtige Art und Weise, auf die Wahrheit zu reagieren. Die Wahrheit will geglaubt werden. Die Wahrheit ist dazu da, dass du ihr vertraust. Auf die Wahrheit kannst du vertrauen. Der Lüge aber sollst du nicht glauben. Der sollst du nicht vertrauen. Was machen wir aber mit der Tatsache, dass die Lüge in dieser Welt ist und noch schlimmer, dass die Lüge auch im Gewande von Propheten und Aposteln daherkommt und Lehrern? Ja, sogar in Form von falschen Lügenchristussen. Da sagt uns Gott mehrere biblische Prinzipien des Prüfens. Und ich lese das hier ganz kurz vor und sage euch die Stellen. Wenn euch das interessiert, schreibt euch das auf. Wir werden das jetzt nicht im Einzelnen nachschlagen. Aber ihr könnt das nachschlagen und nachprüfen, ob ich die Wahrheit sage. Biblische Prinzipien des Prüfens, ob wir es mit Wahrheit zu tun haben oder mit Lüge. Übereinstimmung von dem Gesagten oder Vorausgesagten mit der Wirklichkeit. Was ein Prophet sagt, das muss auch geschehen. Wenn es nicht geschieht, dann ist es nicht vom Herrn, schlicht und einfach. Zwei oder drei Zeugen ist ein Prinzip, was durch die ganze Bibel durchläuft. Das Zeugnis des Heiligen Geistes in der Schrift und in mir, stimmt das überein mit dem, was ich höre, was ich sehe? Stimmen die Zeugen, die unterschiedlichen Propheten überein in dieser Sache? Die Lehrer, die Prediger. Dann die Stellung zu Jahwe. Es wird gesagt, da gibt es Propheten, die Zeichen und Wunder tun, die uns aber von dem wahren Gott wegführen, zu einem anderen Gott hin. Dem sollst du nicht folgen. Also das eine Prinzip, dass das eintritt, was vorausgesagt ist, wichtig, aber es ist nicht alleingültig. Sondern es geht immer um die Frage, wie stehst du zu dem Gott Israels? Und dann im Neuen Testament, wie stehst du zu Jesus? Der Heilige Geist bekennt Jesus als den Herrn. Wer ihn nicht bekennt, der spricht nicht im Heiligen Geist. Jeder, der den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Die Stellen kann ich euch geben, wenn euch das interessiert. Ich habe sicher alle stehen. Übereinstimmung mit der Offenbarung des Geistes bisher. Wie gesagt, nichts der Schrift hinzufügen, nichts hinwegnehmen. Das heißt, natürlich füge ich hinzu. Wenn ich hier jetzt frei rede, dann füge ich hinzu. Aber ihr könnt es prüfen, ob es dem Geist der Schrift entspricht oder nicht. Und dann sagt Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was meint er damit? Erster Johannesbrief ist da sehr interessant. Da findet man eine Menge Aussagen zu. Im ersten, im zweiten Kapitel, auch im vierten Kapitel. Und Johannes spricht öfter von dem Widerspruch von Reden und Tun. Wer sagt, aber tut so und so, der ist ein Lügner. Du kannst einen Lügner entlarven, indem du genau beobachtest, was sagt er, wie lebt er. Das muss übereinstimmen. Er muss in Aufrichtigkeit leben. Ein Mensch, der zu Gott gehört und von Gott her lehrt und predigt, er muss auch ein aufrichtiger Mensch sein.
Und die Aufrichtigkeit zeigt sich zuerst darin, dass er dem Wort Gottes recht gibt. Alle Menschen sind Lügner. Alle Menschen sind Sünder. Ich bin nicht ausgenommen. Auch ich habe gelogen. Auch ich hänge immer noch und ringe immer noch mit der Lüge. Auch an mich geht das Wort, das sagt, leg die Lüge ab und rede die Wahrheit mit deinem Nächsten. Und ich kämpfe damit. Immer wieder in diesen Situationen, wo es peinlich wird. Wo ich lieber ein bisschen die Wahrheit so verschiebe, dass es nicht ganz so peinlich für mich wird. Dass ich nicht in ganz so schlechtem Licht dastehe. Das ist alles vom Bösen. Und da müssen wir immer wieder von umkehren und radikal werden. Nur wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir wirkliche Gemeinschaft miteinander. Die Wahrheit ist die einzige Grundlage, auf der wir Gemeinschaft haben können. Miteinander und mit Gott. Und dann reinigt uns das Blut seines Sohnes Jesus von aller Sünde. Die Wahrheit macht euch frei. Keine Heuchelei. Und dann spricht Johannes aber auch noch davon, dass ein Lügner erkannt wird darin, dass er Dinge trennt voneinander, die bei Gott zusammengehören. Zum Beispiel Gottesliebe und Nächstenliebe. Wer sagt, dass er Gott liebt, aber er hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Es gehört zusammen. Wir sehen es in den 10 Worten. Es gehört zusammen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Daran kannst du einen Lügenpropheten erkennen. Einen Lügenapostel. Trennung von Gottes Erkenntnis und Glaubensgehorsam. Wisst ihr, das eine, religiös zu sein, Gott anzubeten, große Erkenntnisse zu haben, große geistliche Segnungen, aber kein Glaubensgehorsam den Geboten Gottes gegenüber. Keine Liebe, keine tätige Liebe. Na? Also im Grunde ist das eine ähnliche Geschichte wie das, was ich eben gesagt habe. Aber dieses Gotteserkenntnis, aber kein Glaubensgehorsam. Daran kannst du das erkennen. Und wenn du 2. Korinther liest zum Beispiel, da befasst sich Paulus intensiv mit diesem ganzen Thema. Da kann man das wirklich auch im Einzelnen sehen. Wie Paulus dann sein Zeugnis den Zeugnissen der falschen Apostel entgegenhält. Sein Zeugnis ist das Zeugnis des Leidens, der Nachfolge Christi im Leiden. Und dann auch Trennung von Heiligkeit und Heiligung, Geschwister. Es ist das eine, und das ist die Wahrheit, dass wir in Christus geheiligt sind, durch sein Blut gereinigt, abgewaschen. Wir sind heilige Kinder Gottes. Es ist aber genauso wahr, dass wir immer noch auf dem Weg sind, dass wir immer noch nicht fertig sind, dass wir immer noch in vielen kleinen, sündhaften Gewohnheiten leben und dass wir davon frei werden müssen. Deswegen müssen wir in der Wahrheit bleiben, in seinem Wort bleiben, damit wir davon gereinigt werden, mehr und mehr. Wer das auseinanderreißt, wer entweder nur betont, ja, wir müssen heiligen, 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 der landet in der Gesetzlichkeit. Und wer immer sagt, ja, wir sind ja alle schon geheiligt und das Blut, uns ist ja alles vergeben, Gnade, 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 der lebt im Liberalismus. Wie du lebst, ist völlig egal. Nein, es gehört beides zusammen. Es darf nicht getrennt werden. Am Ende wird es so sein, und damit schließe ich Offenbarung 21, Vers 8 und Vers 27. Da wird Gott trennen. Und er sagt in 21, Vers 8 über das neue Jerusalem, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit dem Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wer kommt in den Feuersee? Alle Lügner. Du musst keinen Mord begangen haben, um im Feuersee zu enden. Die Lüge reicht. Was sagt er dann aber über das neue Jerusalem in Vers 27? Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Im neuen Jerusalem gibt es keine Lüge mehr.
ey, das wird so wunderbar sein. Du musst nicht mehr den Faktencheck machen. Du kannst dich auf alles verlassen, was dein Nächster sagt. Das ist alles die Wahrheit. Kein Zweifel mehr. Aber solange, lasst uns stärken in der Wahrheit, in seinem Wort, lasst uns stärken im Heiligen Geist, lasst uns auch prüfen, was wirklich die Wahrheit ist. Lass uns nicht jeder Lüge aufsitzen, die verbreitet wird in dieser Welt, sondern lasst uns bleiben an dem Wort Gottes. Das ist die Wahrheit und das hilft uns auch in dieser schweren Zeit, wo so viel Kampf um die Wahrheit ist. Aber die allerwenigsten reden wirklich die Wahrheit in dieser ganzen Gemengenlage. Deswegen, du kannst dich nur aufs Wort Gottes verlassen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Für deine Wahrheit. Wir danken dir, du bist die Wahrheit in Person. Du hast es erwiesen, indem du dein Leben für uns gegeben hast. Du hast Wort gehalten. Du hast durch Jesaja es angekündigt. Und du hast es hunderte von Jahren später wahrgemacht. Bist gekommen und hast unsere Sünde getragen, Herr. Wir loben und preisen dich dafür und danken dir und beten dich an. Denn du allein bist anbetungswürdig. Wir wollen dieses Fest feiern, dein Abendmahl wollen nehmen und denken daran, was du getan hast für uns. Wir freuen uns, dass wir zu dir gehören dürfen. Wir danken dir für die Wahrheit, die wir kennenlernen dürfen, mehr und mehr. Und wir danken dir, dass wir dadurch immer mehr Freiheit gewinnen. Dadurch, dass wir erkennen, wer du wirklich bist. Dadurch, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind. Und dadurch, dass wir erkennen, dass du uns trotz unserer Sünde so sehr liebst und dass dir nichts unmöglich ist, aus uns verkommenen, verlorenen Sündern Heilige zu machen. Wir preisen dich dafür. Amen.